Smarana, ihr Lieben, seid herzlich gegrüßt. Das Wetter ist schön. Ich war auch gerade draußen in der Sonne und habe mich gesonnt und ja, habe mich so gefreut über das schöne Wetter. Endlich ist es warm. Und dann kam mir aber nochmal der Gedanke an die aktuelle Situation und ich habe das auch sehr hinterfragt und auch gechannelt. Dann kam dieses große Fragezeichen. Der Schimmer der Hoffnung ist ja jetzt überall zu spüren. Ist nun die C-Zeit tatsächlich vorbei? Kann es sein, dass die C-Zeit aufhört und dass es C nicht mehr gibt? Kann das wirklich sein? Es sieht ja fast so aus. Und dann kommt die zweite Frage. Ja, um was ging es denn eigentlich die ganze Zeit? Um was ging es wirklich? Ging es um diesen Virus? Ging es um diese schrecklich tödliche, ansteckende Krankheit? Ging es wirklich um so etwas oder ging es um etwas ganz anderes? Und müssen vielleicht jetzt die Masken von denen fallen, die das alles inszeniert haben? Das möchte ich gerne mit euch jetzt besprechen. Schön, dass du da bist. Im Moment sind wirklich die Inzidenzen recht niedrig und sie steuern so auf null zu. Das heißt, das Kollektiv bekommt viele Freiheiten, haha, in Anführungsstrichen. Diese Freiheiten, die vorher weggenommen wurden, die sie freiwillig aufgegeben haben, die bekommen sie jetzt zurück. Da lässt einem ja schon ein bisschen, mich lässt es also staunen. Und die Schlussfolgerung ist ja eigentlich, wenn jetzt müsste ja dann alles gelockert werden. Es müsste ja wirklich tatsächlich überall keine Einschränkungen mehr sein. Wenn das nicht geschieht, stimmt was nicht für mich. Und in dem Moment fallen nämlich die Masken von den anderen Menschen, die uns laufend diese Beschränkungen bescheren, die alle Woche was anders entscheiden und so das Kollektiv in Atem hält und steuert. Das ist nämlich das Problem. Steckt denn tatsächlich hinter diesem Virus, hinter dieser äußerst gefährlichen Krankheit tatsächlich etwas anderes? Und ist dadurch nicht eine Massenkontrolle entstanden? Also man hat ja, für mich ist es so, du kannst deine eigene Meinung haben, du kannst ja auch über das Video, was ich jetzt alles sage, deine eigene Meinung bilden und du solltest die tatsächlich für dich überprüfen. Stimmt das zu, was die Nerianer heute sagt, oder ist sie da ein bisschen zu extrem? Überlegt es euch bitte. Ich sage jetzt einfach das, was mir ja auf dem Herzen liegt, denn ich finde, es muss raus. Es muss raus in die Welt und es sollte jeder wissen. Für mich fühlt sich das so an, dass durch diese Angst, denn es wurde ja eine riesengroße Angst erzeugt und die wurde auf der ganzen Erde erzeugt. Die meisten, in Anführungsstrichen, oder viele, aber nicht alle Menschen haben da mitgemacht, denn Angst ist natürlich schon was Schwieriges. Über diese Angst vor einer tödlichen Krankheit sozusagen kann man die Menschen kontrollieren. Das heißt, über die Angst ist es möglich, alles zu bestimmen, alles zu verlangen. Und die Menschen, die große Masse, hat das ja sehr gut mitgemacht. Ja, es fing an mit dem Maskentragen und jetzt sind wir bei den Pieksen gelandet. Für mich ist das ganze Szenario eine Inszenierung, um Macht auszuüben, um die Menschen unter Kontrolle zu halten, um sie zu dirigieren. Und was da dahinter steckt, das ist so was Extremes. Denn wenn du dir überlegst, welche Menschen lassen sich pieksen, gerne pieksen, welche sind da, die dann sagen, okay, ich habe Verantwortung, ich trage die Verantwortung für das Große und Ganze, ich lasse mich pieksen oder ich bleibe zu Hause, dass die anderen nicht krank werden. Wenn du dir überlegst, diese Bestimmungen, wo die Masken getragen werden sollen und wo sie nicht getragen werden sollen, die widersprechen sich ja alle und die kann man überhaupt nicht, also ich kann das, ist nicht logisch, gar nicht logisch. In manchen Anstalten braucht man keine, in manchen Veranstaltungen braucht man welche. Es ist
nicht logisch nachvollziehbar. Wenn du auf die Toilette gehst in einem Restaurant, musst du die Maske tragen. Wenn du sitzt, kannst du keine tragen. Wenn du rausgehst, musst du wieder eine tragen. Also alles irgendwie, wenn du auf der Straße bist, brauchst du keine zu tragen. Wenn dann eine Außenterrasse ist, wo du dich hinsetzen kannst, musst du die Maske tragen und fragen, ob du einen Platz bekommst. Und dann darfst du dich setzen, brauchst du die nicht mehr zu tragen. Echt in meinen Augen Schwachsinn. Ja, jetzt aber, für mich ging es nie um die Gesundheit. Es ging niemals darum, dass die Bevölkerung geschützt wird gegen eine schwierige, tödliche Krankheit, sondern es ging eigentlich in erster Linie um Regelungen, die die Freiheit einschränken und um eine Kontrolle auszuüben. Also diese Kontrolle auf die komplette Bevölkerung der Erde auszuüben, um eben zu sehen, und das ist das Schlimme, um zu sehen, wen kann ich kontrollieren, wer macht alles, was ich sage und wo sind die anderen, die sich nichts gefallen lassen? Wo sind diese anderen Menschen, die nicht alles einfach so mitmachen? Das ist so der Sinn für mich. Und es wird durch diese Kontrolle ein System geschaffen, was keine eigene Meinung mehr hat, was in Angst ist, was diese Menschen vollkommen im Griff haben. Ja, die sagen heute Hü, morgen sagen sie Hott. Die große Masse macht das alles mit. Es ist alles unter dem Thema, ich unterstütze die Gesellschaft, in dem ich eine Maske trage, damit niemand krank wird. Und mit dem, dass alles getan wird, was so gesagt wird, kann ich Macht ausüben, kann ich alles mit dieser Masse machen. Es ging niemals darum, die Menschen aufzuklären, wie schütze ich mich gegen so eine Krankheit, wie stärke ich mein Immunsystem. Habt ihr darüber mal irgendwie Politiker sprechen gehört, um Aufklärung, wie man seinen Körper schützt, wie man gesund lebt, ja, was man alles tun kann. Da spricht niemand drüber. Und das ist ja schon allein ein Grund eigentlich, dass es hier nicht um diese Krankheit geht, sondern um Kontrolle. Und ihr wisst sicher, der Trick des Bösen, weil es geht hier immer, es geht um ein Machtspiel von Gut und Böse. Der Trick des Bösen ist es, etwas Böses so darzustellen, als wenn es gut wäre. Und dadurch bekommt das Böse so viel Kraft und hat wirklich die Gedanken der Menschen schon im Griff, weil sie können ja gar nicht mehr frei denken, sondern sie sind fremdbestimmt vom Bösen. Dadurch entsteht eine neue Weltordnung, aber nicht die neue Welt, die wir uns als spirituelle Menschen wünschen, sondern leider die neue Weltordnung der Diktatur und der Unterordnung, wo Freiheit keine Rolle mehr spielt, sondern wo du nur noch konsumierst. Das ist im Gange und die Spiritualität, die wird niedergemacht. Also jeder, der eine eigene Meinung hat, der sich entgegen dem Regime entscheidet, ist ja eine Ausnahme, weil die meisten 3/4% aller 75% von 100 Minimum sind ja da dafür. Und wenn du so in die Reihen schaust, die sollen sich sicher fühlen, aber ob sie wirklich so behaglich sind mit dem, was sie getan haben, vor allen Dingen mit einem Wirkstoff sich pieksen zu lassen, wo gar niemand weiß, welche Auswirkungen das noch gibt. Ja, die Spätfolgen weiß man ja noch nicht. Und also es ist alles sehr fraglich. Für mich wird hier eine neue Weltordnung erschaffen, die einer Diktatur grenzt und die ihre Macht ausübt auf die vollkommene Erde. Und es ist auch besser, sich jetzt im Kollektiv gar nicht so zu outen und lauthals zu sagen, ich bin nicht geimpft oder so, du wirst dir den Ärger
der Masse auf dich ziehen, weil das Denken hat sich schon dermaßen verändert, dass jeder, der jetzt sich nicht pieksen lässt, eine Gefahr darstellt, eine Gefahr für die Menschheit, weil die dann krank werden könnten, die anderen. Also es ist nicht so einfach, im Moment da durch diese Zeit durchzukommen. Es ist aber auch niemals zu spät. Das habe ich auch schon so oft gesagt. Es ist niemals zu spät und wir lassen das Licht leuchten. Und es müssen nicht so viele Menschen sein, die dieses Licht leuchten lassen, denn das Licht ist stark. Und solange das Licht die Kraft von uns hat, geht alles gut. Ja, man sollte wirklich darauf achten, dass man als Lichtarbeiter im Moment neutral nach außen geht und sich ein bisschen vielleicht rauszieht aus diesen Diskussionen und die anderen reden lässt. Weil sobald du auch nur zuhörst, bist du schon in diesem, von den kollektiven Wächtern, wirst du da schon langsam gefangen, die dir ja auch das alles bestimmen wollen, dass du genauso denkst wie die anderen, dass da nur noch Schafe existieren, die alles machen, was eben diktiert wird. So ist es im Moment. Und das wird nur durch die Angst erreicht, durch diese erzeugte Angst. Man sieht es auch an den Reaktionen von den Videos, von dem, was unten drunter geschrieben wird. Denn das erbost natürlich die Masse, zu hören, dass es immer noch Menschen gibt, die anders denken. Und du musst dir jetzt so wirklich für dich überlegen, was ist denn für dich deine Wahrheit? Ja, beugst du dich der Masse, machst du da mit oder bist du lieber abseits und gehst deinen Weg in die Spiritualität, in die Herzensliebe und weißt so für dich, dass du eh gesund bist. Ja, du hast einen tollen Lebensablauf, du machst vielleicht Sport, du isst gesund, isst kein Fleisch, lässt dich nicht beeinflussen von der Werbung und hast du deinen eigenen Lebensstil. Und dann bist du halt für die große Masse angreifbar. Aber du musst es ja nicht jedem erzählen. Aber du bist auf jeden Fall für die, für das Böse. Das kann dir das nicht verkaufen. Das Böse kann dir das Böse, auch wenn es sich gut kleidet, ja, nicht verkaufen, weil du eben da durchschaust. Und das ist mein Anliegen, dass ihr das heute genau versteht. Also es ging niemals um ein Virus, es ging niemals um eine tödliche Krankheit, sondern das wurde alles aufgebauscht über die Angst, um die Menschen zu kontrollieren. Und übrigens, wir spirituellen Menschen, wir wissen ja, dass wir die Wirkstoffe auch neutralisieren können von einem Pieksen. Ich sage extra Pieksen. Ich sage das nicht, um das zu verniedlichen, sondern es gibt auf YouTube einen Filter, wo die Worte gefiltert werden, die man ausspricht. Und wenn man dann bestimmte Worte öffentlich ausspricht, dann kann es sein, dass dein Video gesperrt wird. Deswegen benutze ich Worte, die jetzt nicht unbedingt normal sind. Ja, das müsst ihr verstehen. Das wurde in dem letzten Video, wo ich über Pieksen gesprochen habe, von vielen Menschen überhaupt nicht verstanden. Die haben gemeint, ich würde irgendetwas verniedlichen. Also wirklich, man sollte schon auch ein bisschen überlegen, warum nimmt man jetzt dieses Wort? Also es geht mir darum, dass einfach jeder für sich nochmal überlegt, um was geht es mir auf der Erde? Bin ich für die neue Erde, für die spirituelle, für die tolle Erde, wo es allen Menschen gut geht, wo wir in der Fülle leben, wo wir alle gesund sind, wo wir keine Angst zu haben brauchen für irgendetwas. Und genau das ist das, wofür wir da sind, wofür wir jetzt auch eine Meditation nochmal machen werden. Ja, und ich freue mich, dass du da bist und du kannst auch gerne zum Engelradio kommen, denn im Engelradio findet auch oder hast du auch die Möglichkeit, dich nochmal auszutauschen mit Lichtarbeitern. Wir haben einen 24 Stunden, 7 Tage lang ein Live-Video mit energetischer Musik, wo du wirklich auch da drauf gehen kannst und immer jemand zum Gespräch findest. Natürlich kannst du auch im August zum spirituellen Treffen kommen. Dort wirst du sehen, ist es so wie eine Familie der Kraft und der Liebe, wo wir unsere
unser Licht leuchten lassen und ganz viele Botschaften auch von der geistigen Welt bekommen. Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe, die Spiritualität zu unterstützen und euch allen auch ganz viel zu ermöglichen, zu lernen. Zum Beispiel für die Kanalmitglieder gibt es ja auch jeden Monat eine neue Ausbildung, kostenlos für Kanalmitglieder. Und das alles dient dem Lichte, ihr Lieben. Und außerdem kannst du mich auf meinem Telegram-Kanal besuchen. Dort gibt es so wunderschöne, tolle Liebesenergien und so schöne Tagessätze von den Smarana-Partnern. Dort haben wir eine liebevolle Atmosphäre und können uns jeden Tag stärken. Und die Gemeinschaft der Lichtarbeiter darf dort wachsen. Ja, und jetzt werden wir also diese Meditation machen und ich freue mich schon sehr darauf. Mach dir's gemütlich und folge einfach den Worten, lass dich so tief fallen, wie du kannst und genieße auch die Energien. So, ich sprühe mich mal ein mit der neuen Zeit. Energie der neuen Zeit ist ganz wichtig. Und Smarana, um Gottes Nähe zu fühlen. Geliebter Mensch, ich begrüße dich mit der Liebe aus meinem Herzen und ich lade dich ein zu einer tiefgehenden Meditation, um dein Licht zu stärken und um deinen Weg zu finden, deinen Weg zu sichern und um so zu sein, wie du bist. Und so rufe ich für mich den Schutz der geistigen Welt, damit nur die reinsten göttlichen Botschaften zu dir fließen. Und wenn du selbst auch gerne diesen Schutz möchtest, dann rufe ihn jetzt, so wie du den Impuls dazu bekommst. Die Gruppe der Elohim hat sich versammelt. Es sind die Weisen der Schöpferengel. Sie betreten diesen Raum und ein jeder hält das Licht der Liebe in seinen Händen. Denn dieses Licht der Liebe, das werden sie dir jetzt schenken. Die Schöpferengel der Elohim. Sie leuchten hell, sie strahlen in der Dimension der Wirklichkeit und sie laden dich ein, dein Herz zu öffnen. Sie laden dich ein, durch dieses eine Tor zu gehen, das Sternentor. Und wenn du dies möchtest, dann wird dich deine Seele durch das Sternentor tragen, genau in die Frequenz, wo jetzt die Elohim zu dir sprechen. Es geschieht über die Linien der Zeit und es geschieht mit deiner Seele, wie von ganz allein. Und schon schwebst du in der vollkommenen Liebe und fühlst die Anwesenheit der Engel, die dich begleiten.
Und nun gehst du durch ein weiteres Tor hindurch. Es ist das Tor der Reinigung von allen kollektiven Energien. Und so wird dein Gedankentrichter gereinigt. Dein emotionales Feld gereinigt, sodass du ganz frei wirst, sodass du deine eigene Essenz viel tiefer spürst, sodass du die Kraft deiner Seele, diese große Liebe spürst. Und genau dann, wenn du dies am stärksten spürst, wird ein Engel der Elohim zu dir treten und dir dieses Licht übergeben. Nimm es in deine Hände und führe es zu deinem Herzen, denn dort wird es mit dir verschmelzen. Dieses Licht wird dich stärken. Dieses Licht wird dich führen zusammen mit deiner Seele, deinen Weg weiterzugehen. Es wird dein Vertrauen stärken, sodass du auf deine innere Stimme mit Leichtigkeit hören kannst und sie wahrnimmst. Die Elohim, sie singen deinen Namen und sie berühren nun das Feld deiner Schöpferkraft. Und auch dort fließt das Licht der Liebe hinein. Dieses göttliche Licht, mit welchem du in Zukunft durch dein Leben gehen wirst. Spüre den Schutz und spüre die Verbundenheit deiner Seele zu Gott. Spüre diese Verbindung. Denn diese Liebe ist die stärkste, die es gibt. Und so genieße jetzt die Energie. Genieße dein Sein, deiner Seele geht es wundervoll. Und so lächle deine Seele an, schenke dir ein inneres Lächeln des Wissens. Denn das Licht ist bei dir. Und dann komme nach einer Weile wieder langsam in das Hier und Jetzt zurück.
Und wenn du soweit bist, bewege Hände und Füße. Öffne deine Augen und sei wieder ganz da. Diese Energie, sie ist so wunderschön. Und du darfst sie heute den ganzen Tag genießen, denn sie hält. Sie hält für den ganzen Tag. Schön, dass du da warst. Schön, dass es dich gibt. Ich hab dich sehr lieb. Ein Küsschen. Bis zum nächsten Mal.